bist du denn neu? Ja, ganz neu. Bist du ein Schenki? Jo. Seit Anfang des Jahres. Den habt ihr doch verkleidet. Ja. Eigentlich bin ich der Pfleger. Ach so, jetzt wird schon der Zivi mitgebracht und als Schenki verkleidet. Ich krieg das alles raus. Hallo, wir sind wieder da. Inas Nacht heute mit den schönsten Frauen Deutschlands. Leute, meine Lieblingsschauspielerin Iris Berben ist da. Meine Lieblingsmoderatorin Barbara Schöneberger ist auch noch da. Welthitsänger Arlo Black singt hier heute Inse Shelley. Und die beiden Jungs von Lumpenpack singen mir dann auch noch aus dem Herzen. Bam! Los, Geidert. Der Hamburger, der, sie ist ne Hamburger, der. Ich konnt's gar nicht glauben, Mann, das hören wir doch gern. Der heutige Abend mit ihr, der wird schön. Da steht schon Champagner, da soll das wohl gehen. Liebes Publikum, liebe Shanties, ich hab sie heute da und ich bin so stolz darauf. Die schönste Frau Deutschlands und die beste Schauspielerin überhaupt. Begrüßt mit mir die wunderbare Iris Berben! Ich zitter, weil ich hier bin. Nein, ich freue mich so. Shanties, könnt ihr noch stehen? Alles gut, wir haben, mussten sie so ein bisschen festbinden, damit sie uns nicht umkippen. Als ich heute Nachmittag erzählt habe, Iris Berben kommt, da war hier vielleicht was los. Jetzt wurden sogar schon die Pfleger mitgebracht. Und so viel wie heute waren noch nie da. Iris, habe ich denn mit Champagner schon richtig getroffen? Ja, oder gut. Willst du hier so durchgehen? Ich rutsche mal durch. Sehr gut. Du bist ja wirklich, ich habe ja gesungen eben am Anfang, Hamburger Dern, Hamburger Dern. Ich war ja erstaunt. Du hast lange Jahre in Hamburg gelebt. Ich bin hier groß geworden. Ich kann das Ganze auch mehr auf ein bisschen Hamburg machen, ne? Wenn du das weitermachst, ja, dann gibt's kein Halten mehr. Ja. Also das war, angefangen hat es in Formsen. Formsen? Ja, und von Aber Formsen, noch nicht geboren, ne? Nee, nicht geboren, ne? Bin ich dann später da rein. Geboren bist du später. Geboren ich nach Formsen erst, ne? Und dann war das Blankenese Volksschule. Und dann habe ich alle Internate im Norden durchgemacht, die es so gibt. Unter anderem warst du ja hier an der Alster in diesem Sacré-Cœur. Ich war auch im Internat dort und es war die Sophie-Barra-Gymnasium. Heute heißt es so, ne? Heute, es hieß immer schon Sophie-Barra-Gymnasium. Es war angegliedert ein Internat für 20 Schülerinnen. Habe ich gelesen. Unter 22 Nonnen. Alter Schwede. Alter Schwede, ja. Katholisches. Dann katholisches Hardcore. Kommt ja alles zusammen. Da kam alles. Nur Mädchen, katholisch. Ja, und morgens ab 6 schon auch kniend beten. Und wurdet ihr gehänselt von den anderen Schülern, die aus anderen Schulen euch gesehen haben? Weil ihr habt ja lustig ausgesehen wahrscheinlich für die. Ja, wir wurden so rausgetragen quasi. Wir sind dann durch Planten und Blumen, mussten wir den Spaziergang machen mit einer weltlichen Erzieherin, weil die Nonnen durften weltlichen Boden nicht betreten. Das war das. Ach, so streng war das. Das ist das strengste Kloster eigentlich gewesen, das Sacré-Cœur-Kloster. Und die durften effektiv nur auf diesem, ja, wie es heißt, geweihten Boden sein. Wahnsinn. Mhm. Hat das was mit dir gemacht? Glaubst du heute noch an Gott oder hast du je an Gott geglaubt und danach war es weg? Also ich war damals tatsächlich, ich wollte Nonne werden. Ich fand das so faszinierend, dass man so verliebt sein kann in diesen Gott. In diesen Jesus. In diesen Jesus und dass man da, das hat mir so eingeleuchtet, dass das so eine ganz tiefe, große Liebe ist, wie man eben so ist mit 12, wo man sich unheimlich verknallen will. Dann sah ich aber das erste Mal den Priester und habe mir gedacht, ich nehme lieber den Priester. Ja, oh, so ein Dornvögelpriester. Oh, ja. Wirklich? Ja. auf jeden Fall. Bist du in Hamburg hängen geblieben in den wilden 68er, sagt man immer so. Mhm. War es jetzt nicht so hochpolitisch, aber ich las in einem Interview neulich, dass du schon auch ganz gerne mal mit einem
Rollkragenpullover und einer Leggings mit einem Hundehalsband auf allen Vieren zu den Hamburger Partys gerobbt bist, gekrabbelt, wie sagt man eigentlich, ja, gekrabbelt bist. Ja, auf allen Vieren. Sollte eben das Kunst sein oder warst du schon so hacke, dass es nicht mehr anders ging? Da habe ich überhaupt noch keinen Alkohol getrunken. Nein? Das war die Drogenzeit, verstehst du? Und das war, verstehe, aber ich konnte gar nicht mehr stehen. Nein, es sollte eine Provokation sein. Wir haben damals versucht, so ein bisschen, ja, die betulichen Hamburger Partys aufzumischen. Und dann hat man Happenings gemacht. Waren die hier betulicher als woanders? War Hamburg eigentlich crazy oder war das eher, wie meine Shanties, gediegen? Gediegen. Ja, gediegen. Habt ihr nicht mal Drogen genommen in den 60ern? Auf gar keinen Fall. Nein. Also doch gediegen. Noch nicht mal geraucht. Was für ein trauriges Leben, oder? Ist es traurig? Ich weiß es nicht. Du bist großer Flirt-Fan, das finde ich schön. Wenn Frauen das irgendwo sagen, ich flirte für mein Leben gern, immer und überall, wo ich stehe und gehe, geht bei mir immer die Ampel an, weil ich denke, oh Gott, die flirtet so alles weg. Immer und überall so flirty. Nee, aber es ist, ich flirte mit dem Leben. Eher so. Weißt du? Ja, ich finde, ich lebe gerne. Und es ist ein, es hat vielleicht auch was damit, dass du einfach offen auf Leute zugehst. Dass du offen bist, dass dein Gesicht offen ist. In die Augen gucken. In die Augen gucken. Können auch viele nicht. Können viele das sehe ich hier in der Bank auch häufig, ja, wo ich immer mit dem Kopf dann so gehe, weil ich denke, warum erzählen sie meiner Band das die ganze Zeit? Irgendwie, warum können einem Menschen manchmal nicht in die Augen gucken? Haben die Angst, dass man was liest, was ich nicht lesen soll? Ich finde schon, Augen sind das Intimste, was es gibt. Augen, also der Blick, den Blick zu halten, ist schon was sehr Intimes, finde ich. Wir haben fast die gleiche Augenfarbe, ne? Ja. So nicht so dunkelbraun, aber so Schocker. Ja, und wechselt auch, je nach Stimmung. Ach, ja, manchmal rot, ne? Ja, oder grün. Grün vermutlich. Machst du manchmal so Linsen rein, grüne, um zu sehen, wie das wird? Nee, für den Film musste ich das schon machen. Also als ich die Frau Krupp gespielt habe, da war ich ja dann 90, da musste ich so ganz glasige, wo sie fast blind ist. Aber ich habe auch schon Filme gemacht, wo man mit grünen Linsen, du veränderst deinen Typen unheimlich durch die Augenfarbe. Ich habe das gesehen, den Film, wo du so wässrige Augen bekamst, wie Omasen die dann haben. Ja. Oder ich sage jetzt ganz böse, alte Hunde, wenn man die anguckt manchmal. Ich möchte nicht, dass du alte Hunde sagst. Ich habe wegen einen Paul. Alten Hund. Wegen Paul. Ich finde es aber so süß, weil du sagst, du bist ein Katzenmensch und hast aber seit 17 Jahren einen Hund. Ja. Was ist dann denn schiefgelaufen? Als Katzenfan. Ich dachte erst, Paul war, er hat sich auch verhalten wie eine Katze. er hat auch so Anwandlungen. Und als er dann am Sessel das Bein hob, dachte ich, irgendwie. Fragte ich ihn, du sag mal. Paul. Er heißt wirklich Paul Berben, ne? Er heißt Paul Berben. Ist der irgendwo eingetragen als Paul Berben, der Dritte oder so? Nee, der Dritte nicht, der Erste. Kann es einen zweiten geben, wenn Paul tot ist? Weil welcher Hund wird denn 17? Der ist ja sehr alt. Ja, im März ist er 17 geworden. Er ist blind und taub. Ah. Und ich möchte es nicht wirklich sagen, aber ich muss es jetzt sagen. Er pupst. Nee, er pupst eigentlich nicht, aber er trägt eine Windel. Ah. Aber ich habe hört weg, Shanties, hört weg. Nee. Das wissen die aber schon. Oh, das tut weh, oder? Gar nicht. Ich krieg wieder einen zurück nachher, das weiß ich schon. Wir geben uns eigentlich nicht. Ja, wir geben uns eigentlich nicht. Aber es ist eine türkisfarbene. Und ich habe ihm erzählt, es sieht aus wie eine super coole Strandhose. Sporthose. So eine Sporthose. Eine coole Adidas-Sporthose, sowas. Du bist ja wahnsinnig viel unterwegs. Wie hast du das gemacht in den letzten 17 Jahren? Fliegen, im Ausland? Im überall mitgenommen. Du bist in New York, du bist in Tel Aviv, du bist in Also Tel Aviv Lissabon. Hat er oft gemacht, Lissabon macht er oft, New York, stimmt. Das hat aber dann immer damit zu tun, der Flug ist sehr lang. Aber du kannst, ja, du, klar, es ist wie ein Kind. Welche Größe sollte ich mir holen? Einen, den du auf jeden Fall in die Tasche kann. In die Tasche kriegen kannst. Wie groß ist Paul? Weiß ich nicht so. Es geht um die Kilo. Etwa sechs Kilo darfst du mitnehmen. Okay, also muss man aufpassen, auch nicht zu fett werden lassen, ne? Ja, sonst muss ihn dann vorm Fliegen, kriegt er bei mir zum Beispiel dann 6-8 Wochen auch nicht zu futtern. es gibt kleine Opfer, die man... Ja. Er will ja auch mit. Ja, er will, muss man auch, das kennen wir ja auch, man muss auch ein bisschen was dafür tun, wenn man mit will.
Ja gut, okay. Also du machst es mir vor, man kann es schaffen, auch wenn man viel reist, unterwegs ist, bla bla bla, kann man seinen Hund mitnehmen. Du hast, als du hier in Hamburg warst, viel gefeiert und irgendwann hast du gedacht, weißt du was, jetzt krieg ich ein Kind mit 21. Gerade war das schnell. In Hamburg? Warst du noch in Hamburg da oder warst du schon in München? Da war ich schon in München. Ach, okay. Hättest du gerne hier gehabt, ne? Ich hab vielleicht gedacht, vielleicht war es ja einer. Ja. Hätte ich gerne aufgedeckt. Ich hätte es gerne aufgedeckt heute Abend. Damit es jetzt endlich heute mal rauskommt. Ja, das sind einer meiner Schenkel, ich dachte, okay. Sagt, ja. Aber das war für die Zeit damals. Für die Zeit damals mit 21, was war 71 quasi, ja. Dann als alleinerziehende Mutter, ist ja auch was anderes als heute eine alleinerziehende Mutter. Der Job war noch nicht richtig geil, du warst noch nicht richtig drin, warst längst noch nicht da, wo du heute bist, hast ein Kind gehabt, das Jugendamt kam gerne mal vorbei und hat geguckt, wie es dem Kleinen denn so geht. Mhm. Unangemeldet, ja. Unangemeldet, gerne, ja. Mal eben in den Schlüpfer gucken, ob denn auch alles sauber ist. Das ist schon hart, ne? Naja, das ist passiert, weil ich halt den Vater nicht angegeben habe. Ach, und dann übernimmt, so war es damals, in dem Moment, wo du den Vater nicht als alleinerziehende Mutter preisgibst, übernimmt, also ist die Vormundschaft beim Jugendamt. Also die kamen unangemeldet, du warst zu Hause oder auch nicht? Wo war denn das Kind, wenn du immer gerade, mit mir. Immer mit, wie der Hund. Danach kam Paul. Ja. Erst kam Oliver und dann kam Paul. Ich erst Oliver und dann... Verstehe. Ja. Sagst du eigentlich Olli zu deinem Sohn? Nein. Nein, ne? Olli macht direkt was anderes, oder? Boah. Aus so einem Jungen. Ja. Ob man ihn Oliver nennt oder Oliver. Einen zweiten Namen. Ja. Dein zweiter Name ist ja Renate. Ich weiß auch nicht, ob die Karriere als Renate Berben nicht auch anders gelaufen wäre. Erstmal hätten wir dich heute reingeholt mit Volle Granare, Renate, 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 glaube ich. Aber schön, wie du in die Wunde so richtig rein. Aber oder? Du kannst dich doch freuen. Ich finde, du kannst jeden Tag... Renate soll mich freuen. Aber dass es nicht der erste Name ist. Ich habe noch einen anderen, Dorothea. Und den der ist schön, den finde ich auch meine gut. Meine Mami war Dorothea, meine Großmutter, meine Urgroßmutter, alles Dorotheas. Dorothea ist sehr edel. Renate will keiner gewesen sein. Kein Mensch sein. Will Renate. Nein, und mein Vater hat gesagt, er war es nicht. Und meine Mutter hat gesagt, sie war es auch nicht. Wahrscheinlich habe ich mir den Namen selber gegeben. Wo kommt der denn? Ist der eingetragen? Ja, ist er. Ja. Und es gab auch keine Oma, Uroma in der Renate. Und das denn, will keiner gewesen sein. Das finde ich ja lustig. Du hast neulich irgendwo mitgekriegt, oder hast schon mal irgendwo mitgekriegt, dass, man darf das ja sagen, du bist 67 und es werden jetzt schon so ab und zu mal Nachrufe vorproduziert für Iris Berben. Weil könnte ja sein, dass morgen dass auch ich die Sendung hier gar nicht überlebe. Gar nicht überlebe, ja. Ja. Kippt tot vom Tresen, wäre das ein schöner Tod. Sag mal, sitze ich hier jetzt auf meiner Beerdigung? Ich mag das doch so. Ich mag das so. Ich hätte nur gerne, dass du noch sagst, ob du auf irgendetwas Wert legst, was wir heute klären können und in die Kamera sagen, dass es bitte nicht vergessen wird, beim Nachruf vielleicht noch mal Paul zu winken. Vielleicht lebt er ja dennoch. Scheint ja zäh zu sein, der Köter. Weiß man ja nicht. Aber das sind wir beide. Also ach so, deshalb, okay, dann tut ihr euch nichts. Wir sind beide ziemlich zäh. Ich verstehe. Mhm. Ich rede so gerne über den Tod und ich habe gelesen, du auch. Ja. Hast du sowas wie eine Löffelchenliste? Die gibt es ja immer, dass Menschen, bevor... Es ist nicht, dass du stirbst und ich auch nicht. Aber man hat doch sowas in den letzten 30 Jahren, wo man vielleicht sagt, das würde ich gerne noch machen. Ich habe mal nachgeguckt im Internet, was da so stimmt auf dieser, nee, aber was auf dieser Löffelchenliste steht für Menschen, was sie unbedingt in ihrem Leben machen sollten oder mal gemacht haben sollten. Und die habe ich mal hier aufgeschrieben, ist ein Musiker, in Klammern vielleicht berühmten Musiker, nach einem Konzert abschleppen. Hast du das mal gemacht? Ja. Oh, wie toll! Oh Gott, wen? Oh, lass mich raten. Irgendwas mit den Stones. Irgendwas mit den Stones? Ich war in Hamburg in der Zeit. Ja, und Uschi Obermeier war auch in Hamburg. Mhm. Aber erst danach. Okay. Wir reden nicht drüber. Auch nicht heute, jetzt? Nein. Aber das wäre so toll. Ja, ne? Na, weil mich das so interessiert. Weiter, nächste das heißt, Frage. Ja. Jemanden eine Torte ins Gesicht werfen. Schon gemacht. Hast du das damals gemacht bei SketchUp? So Sachen? Nee, bei SketchUp haben wir das nie gemacht. Aber es gab mal einen Film, den ich in Frankreich gedreht habe. Da habe ich das machen dürfen. Ist das schön? Es ist so toll. Hat man Hemmungen? Nee. Nein? Man möchte mehrere Torten haben.
Ja, weil das ich, also ich würde es eine, es ist einfach schön. Ja. Richtig nehmen und dann und viel, viel Sahne. Sahne, dass es weich ist und rein und noch mal einmal so machen. Und noch mal drehen. Ja. Ach, herrlich. Eine Kuh mit der Hand melken. Habe ich auch gemacht. In einem Film. Und ich bin bei meinen Großeltern teilweise groß geworden auf dem Land. Ja. Und die hatten Kühe und Schweine. Ich bin auch schon auf ein Schwein geritten. Wenn das da auch noch steht. Nein, steht da nicht. Die wollen nur. Es steht natürlich als nächstes, eine Nacht im Gefängnis verbringen. Und man soll einmal im Leben in einen vollen Fahrstuhl gepupst haben, bevor man den Löffel abgibt. Hast du das schon mal gemacht? Habe ich nie getraut. Ich manchmal habe ich gedacht. Nee. Aber ich habe eine viel schlimmere Geschichte erlebt damit. Und zwar, das ist das Mieseste. Das Mieseste ist, du gehst rein in einen Fahrstuhl. Ich gehe rein in den Fahrstuhl, das habe ich erlebt im Savoy in Köln und ich werde es nie vergessen. Unten Erdgeschoss, ich gehe rein, jemand, ein Typ kommt raus. Ich gehe rein, Tür geht zu, ich denke, ach du liebe Güte, der hat einen Koffer reingestellt. Ist aber raus. Ich musste im dritten dann raus und dachte, bitte lieber Gott, bitte. Lass keinen das lass bitte niemanden jetzt einstellen und ich gehe raus. Hallo, moin. Und genauso kommt es natürlich. Drei auf, ich raus. Ich habe nicht mal mehr getraut zu sagen, ich war es nicht oder so. Wir machen jetzt Folgendes. Wir setzen uns jetzt hier noch mit unseren Hintern rauf. Es ist ein, es ist immer sehr, oh, sorry, immer sehr wichtig, Iris. Ich es weiß. Ist der Move für die Shanties. Ich habe diese Sendung oft gesehen. Ich weiß, mit welcher Grandezza du jetzt hier rüber gehst. Hast du geübt? Oft, ich habe das zu Hause geübt. Und zwar wollte das mit dir parallel machen. Ich und höher kommen als du. Warte mal, okay. Ich muss über dich rüber. Ohne die Frisur zu ruinieren. Ich weiß. Oh. Yeah. Sie hat geübt. Wir haben jetzt ganz, ganz tolle Musik da. I'm so happy to have you here. Alain Block. I've been sad, I've been lost, I've been down and out and lonely. I've been suffering at a job in a world that tries to own me. But when I wake up in the morning, there's an image of a better place. 'Cause the harder that we grind, then the sweeter is the glory. People say I'm foolish. People say I'm blinded by faith. But if I run out of air, if I crash, I don't care. I'm gonna do it my way. I can make it through this. You can throw the world in my face. But the fear gives me life, and I swear till I die, I'm gonna do it my way. Hey, 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 hey. Put me down and criticize me with your lies and with your petty. In the darkness I don't hide, because I got pride that gives me clarity. I still wake up in the morning with the image of a better life. You see, the option of defeat is just not written in my story. People say I'm foolish. People say I'm blinded by faith. But if I run out of air, if I crash, I don't care. I'm gonna do it my way. I can make it through this. You can throw the world in my face. But the fear gives me life, and I swear till I die, I'm gonna do it my way. Hey, hey, hey. I'ma live my dreams.
the floods rush round to drown me, I just hold my breath and pray, let me live my dreams. Every single one of my, I ain't quitting none of my dreams. People say I'm foolish, people say I'm blinded by faith. But if I run out of air, if I crash, I don't care, I'm gonna do it my way. I can make it through this, you can throw the world in my face, but the fear gives me life, and I swear till I die, I'm gonna do it my way. Let me fly through the air, if I crash, I don't care, I'm gonna do it my way. Cause the fear gives me life, and I swear till I die, I'm gonna do it my way. Meine Shanties sehen heute sehr gut aus. Ich habe gehört, Sie hatten bei dir eine Privataudienz oben im Hotelzimmer, bevor die Sendung war, und durften mit dir jeder einzelne Fotos machen. Ja. Ich kann dir sagen, wir machen die Sendung, wir haben jetzt 120 Sendungen gemacht. Ja. Und das hat noch nie waren die Shanties an irgendjemanden interessiert und hätten sich die Mühe gemacht, eine Treppe hochzusteigen in ein Hotelzimmer, wenn ich dir das mal als größte Auszeichnung. Schatzi, wir sind einfach ein Alter. Okay, das stimmt natürlich. Aber sieht man nicht. Sieht man aber nicht. Nee, ne? Nee. Die sehen besser aus. Es mag an den Bärten liegen vielleicht. Ja. Komm, wir fangen an mit dem Bierdeckelchen. Du kannst deine Brille, kannst du mir helfen, weil ich finde es immer sehr schwierig. Wann warst du das letzte Mal auf einem Klassentreffen? Noch nie, weil ich bin ja überall rausgeflogen und... Also, du wüsstest gar nicht. Ich wüsste gar nicht, wer mich da einlädt. Ah, ich hab das aber auch. Das Lustige ist, ich bin einmal hängen geblieben in der 9 und ich weiß immer gar nicht, sollst du jetzt zu denen gehen, mit denen du das Jahr wiederholt hast? Oder was ist eigentlich jetzt dein Jahr? Ich bin zweimal hängen geblieben, ich wüsste überhaupt nicht mehr, wohin. Ja, das stimmt. Und man muss ja sagen, man würde ja auch da hinkommen. Und Udo Lindenberg hat es schon gesagt, als es um Klassentreffen ging. Und er wurde gefragt, ob er da hingeht. Er sagt, nö, sind ja alles Omas und Opas jetzt. Ja. Wahrscheinlich sind die anders drauf, als du jetzt ja, drauf vermutlich. Wärst. Vermutlich. Bei was bist du altmodisch? In Höflichkeit. Ich bin so ein Höflichkeitsmensch. Ich finde es schön, wenn man höflich ist. Ich mach mal ein paar weg, so also mit kann man eine Frage aber die machen. Doofen mach weg. Nee, wir machen so, ja, ich will mal ein bisschen... Ja, okay. Du willst was Fetzigeres haben, ja, ne? So ein bisschen jetzt gerade. Ich lese mal lieber mit, warte ja, mal. Ja, eins, zwei, haben Sie schon. Wie lange deine Dance-Moves, was können wir machen? Wann hattest du deine... Oh, das haben wir auch noch nicht gemacht. Internatsliebe fanden wir beide irgendwie. Ja, Eddie Plitzko. Oh. Eddie Plitzko war 3 Klassen über mir, kam aus Dänemark und hat mir beigebracht zu sagen, ich liebe dich auf Dänisch. Jai elskadai. Oh mein Gott! Oh mein Gott, Eddie, wo immer du jetzt bist, aber du warst die Liebe meines Lebens für 3 Monate da. Soll Eddie. Soll sich Eddie denn gegebenenfalls melden oder wäre es eher ein Problem? Don't call me, I call you. Yeah, it disturbs everything. Ne? Du dürftest deine Nummer schicken. Ja. Send us your number. We. Yes. Gucken dann mal, ob wir dich anrufen. Hast du dir mal gewünscht, hässlicher zu sein? Das wäre ja... Also,
Man selber nimmt sich doch nicht so wahr wie andere. Wer will denn, wer wacht denn auch morgens auf und denkt, oh Mann, ich bin so gerne hässlicher. Oh Mann, wie ich wieder aussehe heute. So ekelhaft gut. Das ist total bescheuert. Bist du manchmal schüchtern? Ja. Warum hast du den jetzt so schnell weggemacht? Weil, ich glaube, ja. Ich glaube, du bist manchmal schüchtern. Ja, bin ich. Wann hattest du deinen ersten Kuss? Doch nicht etwa mit unserem dänischen Freund? Nee, mit dem Italiener. Oh, wie rassig. Ganz international rassig. Der hieß Giuliano Rampani. Giuliano Rampani. Piazza del Popolo numero 3, Levante la Spezia. Ich war so verknallt in den, ich war 12 und er hat mich geküsst und ich dachte, ich krieg jetzt ein Kind. So was kann einen ja traumatisieren. Es hat mich auch traumatisiert. Hast du dich beobachtet danach? Ach so, wirklich? Hast du nicht? Und dann kam es aber ja auch endlich. Ja. Aber dass du dir diese Namen so merken kannst. Oder? Weil die so drin sind, 12. Weil es so ein Wenn wichtiger... Wenn du 12 bist und es ist ein Italiener, der 3 Jahre älter ist und für den du sogar... Schwimmen gelernt hast. Oh Gott. Und warum warst du mit 12 in Italien? War deine Mutter mit dir da? Oder? Ja, wir haben Urlaub gemacht, wie jeder in den 50er Jahren und in den 60er Jahren nach Italien gefahren ist. Du hast jetzt eine Sache fahren. Levante la Spezia, Piazza del Popolo numero 3. Warst du früh entwickelt, so mit 12? Überhaupt nicht. Ich wusste, war so ein Spätentwickler. Ja? Ja. Weil deshalb, wie gesagt, wenn du mit 12 küsst und du denkst, du kriegst ein Kind. Ja, aber küssen ist ja auch nicht so wie heute küssen. Küssen war ja auch eher so ein Akt der... Das ausprobieren. Du könntest dir jetzt vormachen, aber das willst du nicht. Doch, ich ahne. Was wärst du geworden, wenn du nicht Schauspielerin geworden wärst? Köchin vermutlich. Ich koche so gerne. Aber das mit diesen, mit den Töpfen sprechen, ist ja schon ein bisschen schwierig. Findest du? Ich spreche nicht nur mit Töpfen, ich spreche mit Messer, Gabel, Löffel. Ja, es wird nicht besser, Iris, wenn du jetzt weiter aufzählst. Hallo, Gabel! Mann, wie du wieder aussiehst heute. Nein, ich sag zum Beispiel, Gabel, ich trockne dich ab. Guck mal, ich leg dich wieder zu. Das ist Crank. Das ist Crank. Nein, es ist nicht. Dann sprich lieber mit Paul. Mit Paul spreche ich auch. Aber der hört dich nicht, weil der so schwerhörig ist. Nein, der ist taub. Deshalb muss ich jetzt mit meinem Besteck reden. Reden? Wirklich? Ja. 25 Jahren, Mangel. Das hab ich extra weggelassen, ganz gut, ne? Warum hast du ein Warum ich die Plauze hab? Was? Ja. Plan. Ach, Plan. Warum hab ich gelesen. Ach so. Ich sag, der Plauze? Der meine ich nicht. Nee, das ist das Tierschild. Wie war deine Zeit? Das hab ich nicht. Wen gibt denn da Paul? Wen gibt's da Paul? Wollen wir uns Geschwister holen? Wenn Paul tot ist, holen wir uns Geschwister. Paul stirbt nicht, der macht das wie ich. Wir sind mein Gott. Wir halten ich sehe den schon so auf so ein Holzbrett mit Rädern so hinterhergezogen. So nicht halten. Ja und? Ja und? Oh nee, ist auch nicht schön. Man muss auch Tschüss sagen können. Hamburg sagt man Tschüss, wenn es soweit ist. Ich hoffe, alle Fragen sind geklärt und jetzt würde ich gerne unseren nächsten Gast reinholen. Juhu! Alles, was du kannst, das kann ich viel besser. Ich kann das besser, viel besser als du. Kannst du nicht? Kann ich doch. Kannst du nicht? Kann ich doch. Kannst du nicht? Kann ich doch, kann ich doch. Alles, was du machst, das mach ich viel besser. Ich mach das besser, viel besser als du. Machst du nicht? Mach ich doch. Machst du nicht? Mach ich doch. Nee, machst du nicht. Mach ich doch, mach ich doch. Ich will einen geilen Weiberabend weiter mit euch machen. Ich freue mich sehr. Die Ampel steht auf grün, würde ich mal Oder, sagen. Ich will aber zugehört. Ja, okay. Du hast mir den ganzen Scheiß angehört. Ja. Ich muss in die Mitte. Ach, tut mir leid. Du würdest jetzt mit deinem, du machst noch mal den Move für die Shanties. Ja, genau. Oh.
Oh Gott, Sie würden so froh, wenn du das einfach den ganzen Abend immer rauf und runter machst. Okay, ich bleib hier oben sitzen. Prost, ihr Mädels. Ja, Prost, Jungs und Mädels. So. Dass wir hier gesessen haben. Zehn? Jetzt. Das weiß ich deshalb, weil ich damals ganz frisch mit meinem Mann zusammen war und du hast einen ganzen Blog gemacht, der hieß Barbaras neuer Mann. Und seine Penisgröße war sehr wichtig. Ja, entscheidend war, wir haben 20 Minuten über etwas geredet, worüber wir nicht geredet haben. Weil ich habe keine Frage beantwortet. Und als ich nach Hause kam, hat sie gesagt, habt ihr über mich gesprochen? Nein. Kein Wort. Aber wir haben theoretisch, also ich hab nichts gesagt. Du, das hast du sehr gut gemacht. So, weil es fällt einem irgendwie auch schwer. Man ist dann verliebt, man ist gerade neu. Ich wollte alles erzählen. Man möchte aus sich rausplatzen. Alles, natürlich. Aber man's am Mädelsabend nicht gemacht. Aber wir konnten und es war sehr gut. Ja, das war sehr lustig. Und es stimmt übrigens wirklich, wenn sich Frauen treffen, muss man echt sich zusammenreißen, dass man noch sozusagen es schafft, den Mantel abzulegen, bevor man anfängt, über die schlimmsten Sachen zu reden. Weil die Männer fragen immer, worüber redet ihr? Ich sage über Sex. Über alles. Du sollst nicht über mich reden, sage ich. Doch, ich rede nicht über dich, ich rede über Sex. Ja. Sex im Allgemeinen. Und manchmal höre ich heimlich zu, wenn Männer reden, weil ich immer denke, mein Gott, was reden die eigentlich? Und sie reden einfach nichts. Ja, die sagen, das war geil oder die war echt geil. Nein, das sagen sie ja noch nicht mal. Sie haben 16 Zoll Gespräche über irgendwas mit Internet. Und mit 16 Zoll meinen sie leider ihren Bildschirm. Ja, wirklich. Ist ja so. Ja. Und man denkt immer, es laufen heimliche Sachen ab. Nein, das stimmt nicht. Man spricht über Flugpreise, über Urlaube. Sie sprechen über alles, was langweilig ist. Es gibt keine Geheimnisse, wenn Männer sich unterhalten. Aber wenn wir uns unterhalten, ding dong, die Tür geht auf. Und wie siehst du denn aus? Hier, Oh, ich hab voll Stress. Du glaubst nicht, was mir gerade passiert ist. Bla, bla, bla. Alles. So ist es halt. Das stimmt. Würdest du heute sagen, also für mich gefühlt, wenn ich alles über dich so lese, du bist ein Workaholic. Du machst Fernsehen, du bist, ich habe gelesen, sportaddicted, was man auch wirklich sieht. Ich bin überhaupt nicht sportaddicted. Ich zwinge mich gegen meine inneren Veranlagungen, eben faul zu sein, jetzt halt auch mal ab und zu Sport zu machen. Ich strampel mich aber nicht ab oder so, wie es immer überall steht. Hast du denn einen Personal Trainer? Ja, ich habe eine. Und wenn du nicht aufmachst, kommt der durch den Schornstein? Man hört immer diese Geschichten, dass so ein. Wenn du sagst, Omi geht dann auch nicht gut. Dass die denn sagen, das ja, warte mal so. Die würde so die Tür eintreten mit einem, so was meine mit ich. Einem strammen Tritt. Oder sich irgendwie reinseilen. Das ist eine sehr nette Dänin, sie heißt Mika. Ach, und sie ist eine sehr nette Dänin. Und ich habe gerade in meinem neuen Magazin geschrieben, wir reden nur über Sex und Männer, während wir zusammen trainieren. Wirklich? Und das Tollste ist, sie trainiert gar nicht. Ich trainiere und sie guckt zu. Und manchmal kommt sie nur, um mir zu sagen, jetzt gehst du joggen. Und dann muss ich joggen gehen. Joggen. Und sie bleibt zu Hause. Und dann habe ich zu ihr gesagt, jetzt mal ehrlich, 100 Euro die Stunde dafür, dass du hier sitzt und Facebook machst, wenn ich draußen rumrenne, merkst du selber, ne? Ja, merkst du selber. Und dann hat sie gesagt, ja gut, dann räume ich jetzt die Küche auf. Und seitdem ist es großartig. Ich komme immer so nach Hause und sie so total, die Blumen habe ich weggeschmissen und bei zwei Plastikschüsseln wusste ich nicht, in welche Schublade sie kommen. Aber das ist super. Das ist okay. Aber ich liebe sie. Aber und sie kommt manchmal zweimal, manchmal dreimal, manchmal auch gar nicht, wenn ich keine Zeit habe. Aber nur mit ihr halte ich das aus. Aber du hast ja diese beiden wahrscheinlich sehr niedlichen Kinder, die du behüten musst. Du machst die sind ja weg. Also in der, die sind ja in die wo sind die denn so? Keine Ahnung, wenn aber Mutti die sind ganz Sport oft nicht macht. Da. Nein, die sind natürlich, sage ich mal, von morgens bis 15 Uhr sind die ja in Schule und Kindergarten. Verstehe, also, jetzt wie, schon? Die sind doch noch ganz klein. Ja, die sind irre schlau. Wir haben die ganz früh auch schon. Und dann sind die, also und das ist jetzt auch gar nicht total unmenschlich, ganz normal, also die gehen von 8 bis 15 Uhr, sind die sozusagen gut aufgeräumt. Aber in du musst ja morgens um 6:30 aufstehen und musst ja sagen, das alleine findest Ole, du, das Ben findest Janssen, du das. Wie auch immer die heißen, ihr müsst jetzt zur Schule, 6:30, ja, klar. Das ist für mich ein Horror. Aber das machen alle, ehrlich gesagt, fast alle, außer die echten Menschen. Ja. Nee, also das Könnt ist ja mir so, mal eins vorbeibringen, dann kann ich das ja mal so anstupsen und ja, mal genau, üben. So. Genau, und dann, aber du musst halt auch dranbleiben, weil die bleiben liegen, dann musst du noch mal hin. Ja, das meine ich. Dann musst gleichzeitig du ja noch musst du die Brote aber für die Schule fertig schmieren. Und werden dir nicht oben dann schon die Lockenwilde reingedreht für das Autohaus abends, oder nee? Dann werden du schon ja zeitig beginnen. Käsebrot in einen anderen Mund kommt von deinem Mann stopfst. Und föhnt. Ja, genau, dann kommt schon Matthias mit dem lauten Föhn und macht die laute Frisur.
ich weiß nicht, wie das... Ich glaube, mein Beruf ist noch mal anders als der einer Schauspielerin, weil ihr arbeitet ja wirklich an einem Projekt dann auch länger und seid dann auch sozusagen davon so eingenommen. Ja? Und bei mir ist das ja so, ich springe irgendwo rein, so wie heute hier, und dann springe ich aber auch wieder raus. Mhm. Und ehrlich gesagt, wäre es jetzt auch nicht total ungewöhnlich, nach dieser Sendung mich einfach ins Auto zu setzen und nach Hause zu fahren. Was nicht geht, weil ihr auf allen vielen diesen Raum verlassen würdet. Da haben wir uns selbst vorgenommen. Dein Mann kommt aus dem Hochadel. Ist das richtig, wenn ich das sage? Leider nicht. Dein Mann ist adelig. Ja, genau. Dein Mann ist adelig. Ich habe mich überhaupt nicht richtig informiert am Anfang, wie viel Adel es gibt. Da war schon das Herz am Pochen und jetzt war er doch nicht adelig. Und dann habe ich erst mal gesehen, was da noch gegangen wäre. Verstehst du? Eine Mogelpackung. Aber was heißt das denn, wenn jemand, das ist mir immer nicht klar, also es gibt ja eine Familie, man ist adelig, wenn man einen von drin hat und wenn die Familiengeschichte zurückreicht bis 1500 und... Meine Mutter sagt immer, sag denen, wir stammen ab von Adam und Eva. Dein Mann hat immer behauptet, deine Kinder haben den Schulplatz nicht bekommen, weil... Ja, sag's euch. Sagen, nee, weil wir uns mal geküsst haben. Wir haben uns im katholischen Kindergarten vorgestellt, damals, das war kurz nach dem Echo, wo Ina und ich im Opening geküsst haben. Das ist schön. Nee, und du hast gesagt, Ina hat gesagt, sie findet es total eklig, eine Frau zu küssen und hat dann aber sofort die Zunge ausgepackt. Ich sage dir mal, was passiert ist. Und hast mir damit den Kindergartenplatz versaut. Nicht genommen. So. Angeblich, weil wir uns zu spät beworben haben. Aber okay. Mein Mann hat gesagt, weil du mit der Ina Müller geknutscht hast. So. Hat sie ihre Schule gesagt. Wir geben dir das Gefühl, du bist halt. Kommen wir zu einem anderen Thema, was ich sehr gerne mag. Ich habe irgendwo gelesen, was ich süß finde und in der langen Reihe auch einmal im Jahr gucken kann. Ich wohne in der langen Reihe in Hamburg. Und dass sich viele homosexuelle Männer beim CSD als Barbara Schöneberger verkleiden. Genau. Und da habe ich gefragt, wie sieht das aus? Ja, wie sieht es aus? So enges Kleid und nuttige Schuhe. So. Aber niedlich. Hast du das mal gesehen auch? Weil jetzt... Also am meisten hat mich schockiert, dass ich letztens auf einer Wörthersee-Party eingeladen war. Oder ich war gar nicht eingeladen. Ich kriegte nur von Freunden mit, die sagten, du, wir sind bei so einer total schrägen Wörthersee-Party eingeladen. Und da ist so das Motto, Prominenz rund um den Wörthersee. Und dann kam eine Liste mit Leuten, wie man sich verkleiden kann. Und da war so von Roy Black über, ich sag mal, also wirklich jetzt, wo man so sagt, ja, du, lauter so ein bisschen so Trash-Figuren, ja. Und ich stand da aber auch so mit dabei. Also man konnte auch Olivia Jones, genau, Barbara Schöneberger, Falco, Mary von Ding. Ja, genau. Ja, verstehe. Also, es war wirklich... Weißt du, und dann einer hat dann, also ist dann tatsächlich als Barbara Schöneberger gekommen und so. Also das finde ich natürlich toll. Also ist natürlich schon super, ja, wenn man sich so selbst überholt. Kostümmäßig. Ich finde eine Sache, die ihr auch gemeinsam habt und die ich rausgefunden habe, ist, ihr seid Nacktschläfer. Ich kenne ganz wenige Menschen, die wirklich... Schlaft ihr auch nackt? Ja, unbedingt. Was? Warum denn? Selbstverständlich, das gehört sich so. Das gehört sich so? Also, ich sage mal, wo es dann aufhört, ist, wenn ihr immer sagt, dass ihr in Hotels nackt in euren Betten liegt und ich immer denke, ich möchte nicht, dass vor mir im Hotelbett jemand nackt gelegen hat. Zieht euch bitte ein Pyjama an und ich bin der Nächste, der dann da aber reingeht. Aber Schatz, das wird die Bett ja neu bezogen. Ja, ich hätte gerne zwei Schutzschichten. Ein Pyjama denkst und du über sowas nach? Ja. Nee, aber im Hotel, ich komme doch nicht. Ich reise mit einem ganz kleinen Handgepäckskoffer, egal wie lange ich unterwegs bin. Auch wenn ich drei Veranstaltungen bestücken muss aus diesem Koffer, dann kriegt da noch der Petticoat und noch ein paar Schuhe und alles kommt da rein. Die Corsagen, die was weiß ich was, Höschen, ja, und so. Ich habe was keinen noch Platz so für ein Nachthemd. Aber ja, gar keinen mehr. Ich müsste das Nachthemd rollen, quetschen und so vakuumieren, um aber das noch in den Geldbeutel zum Beispiel, zu kriegen. Also, ich habe ja so Negligés. Ach ja? Naja. Auch süß. Der hat so Spaghetti-Träger und dann ist es so und so und dann sind ja, so französische Negligés. Um da drin zu schlafen. Es ist was Lustiges, man wacht morgens auf und denkt, na wo, ach guck mal, wo hängen sie denn? Das ist ja lustig, weil man weiß nicht, es ist lustig, weil man steht auf und durch dieses Seite liegen und so machst du morgens auf und
Nichts ja, ist mehr da. Es hat sich einmal komplett umgedreht. Wo La Perla dachte, wo es hin soll. Ja, ja. Aber dann macht man kurz und dann. Ja, also bei mir müsstest du täglich den Bügel einnehmen. Deswegen kommt das völlig in Frage. Aber ich habe letztens sehr lustig von Silvi Mais Wäschekollektion, kriegte ich ganz nett von Silvi ein sehr süßes Paket geschickt. Mit 4 BHs drin, wie ich dachte. Und eine Flasche, keine Flasche Champagner. Und habe mich so gefreut. Und habe dann aber gesehen, das waren so kleine. Ich dachte, das sind mehr so Sachen, die man sich so auf die Brustwarzen klebt. Oh, mit Bommeln drauf. Bis ich gesehen habe, das waren Unterhosen. Das war so klein. Das war so klein. Ich wusste gar nicht, ich kenne niemanden in meinem Freundeskreis, dem ich das hätte geben können. Ja. Und ich dachte mir, oh, wie gemein, weil die muss doch wissen, dass ich eine andere Größe trage als sie. Und das hat sie gar nicht selber geschickt. Das hat sie selber. Alle kriegen dasselbe, glaube ich. Hast du es auch gesehen? Das ist ein bisschen wie dieser Moment, wenn man im Hotel ist und kriegt eine Massage und die geben dir diese Papierunterhose und man macht das große Dreieck nach vorne und nach hinten und irgendwann und man vertut sich und denkt, nee, Dreieck ist ja für den Hintern. Und, hat das, und dann sagt er schon Ding-Dong. Hallo, wollen wir anfangen? Aber das sieht du so brauchst du nicht dämlich. Du brauchst vorne auch einen großen Dreieck. Ja, ich brauch zwei große Dreiecke. Dann zieh doch noch zwei Hosen an. Eine so und eine so. Nein. Genau. Dürfte ich noch ein bisschen Papier haben? Was ich ja, eine zweite Hose musste eigentlich, ja. Barbara, ja. Ich habe ein paar Themen für uns drei Girls aus deiner Barbara-Zeitschrift. Ja, bitte. Rausgesucht, wo ich dachte, könnte mich interessieren. Ein Thema in deiner Zeitung war, der Mann zahlt Basta. Ist es heute wirklich noch so? Also ich war mein Leben lang in Faustkämpfe mit Männern verstrickt, weil ich mich wirklich albern teilweise auch nach dem Essen darum gerissen habe, mein Essen selbst zu bezahlen. Wirklich? Wo man sich dann so dachte, Gott, ja, man hätte jetzt seinen blöden Hühnchenbrustsalat und die Apfelschorle, mehr war das ja irgendwie nicht, hätte man jetzt auch den Typen bezahlen lassen können. Aber mir ging es da echt ums Prinzip. Und lustigerweise habe ich letztens mit einer jungen Mädel geredet und dann habe ich so gesagt, wie zahlst du das, wenn du abends weggehst und Drinks nimmst und so. Ja, voll cool, das zahlen dann immer die Jungs mit und die checken es gar nicht. Wir setzen denen das dann immer so mit auf die Rechnung. Oh, da hättest du mich mal sehen sollen. Alter, das ist so. Moment. Aber wie macht man das mit denen, setzen wir das mit auf die Rechnung? Wie ja, halt so, dass man halt denen das so unter und Dings und die zahlen es dann halt am Ende irgendwie mit. Und ich habe, der werde ich, wenn es um finanzielle Abhängigkeiten geht, da werde ich zu so einer Mega-Emanze irgendwie. Mhm. Also ich kann mit vielen Sachen gut umgehen, sagst du, ist mir wurscht oder soll jeder machen. Aber also wenn Frauen so ein bisschen in der heutigen Zeit immer noch sich so zurückziehen und zu so sagen, hey, und so, oder dann auch so, also die dann so eine Tasche immer so, guck mal die Tasche und so. Ich meine, wenn ich es mir nicht leisten kann, dann kaufe ich die eben nicht. Ja, sehr gut. Also finde ich irgendwie. Ja. Da gibt es ja klar eine, die so ähnlich, die genauso aussieht, aber halt günstiger ist. Gibt es ja überall. Ich finde nur diesen Moment, wenn ich ehrlich bin, wenn man sitzt beim ersten Date oder schon vielleicht beim dritten Date und man noch gemeinsam auf so eine Rechnung, die gebracht wird, starrt. Dieser Moment und sie erwartet eigentlich, weil er so verliebt ist und er ran will, dass er sagt, ich zahle jetzt auch das Essen, gehen wir dann zu dir. Irgendwie sowas. Und beide starren so, ja warte, wenn du die Apfelschorle, dann hat das so, ist es so ein armseliger Moment. Also beim dritten Essen wären wir schon längst bei mir zu Hause, ja, ich würde selbst kochen. Selbst aber das kannst du natürlich nicht. Heute, aber ja nicht mit 18 wahrscheinlich. Kannst du ja nicht. Kannst du ja nicht. Warum nicht? Weil ich nicht kochen kann, aber ich kann super bestellen. Ich konnte, aber da hast du wieder die Liebe bezahlt. Wenn die selbst machen, können die schon bestellen. Ihr hattet das Thema in deinem Heft Waxing, ja. Was ja finde ich, wo ich gerne von euch wissen möchte, nicht was ihr unten rumtragt, sondern wie geht man denn als prominente Frau, sagen wir mal als Iris Berben, die sagt, oh ich habe aber wieder einen Busch, jetzt will ich mal alles wegmachen, da kannst du doch nicht in so ein, als Iris Berben in ein Waxing-Studio gehen und sagen, moin, ich bin Iris, hi, könnten Sie das unten rum mal alles wegmachen, das geht doch gar nicht, wo geht man denn dann hin, als prominenter Mensch? 98% aller Deutschen kennen euch. Du kannst ja nicht, wo geht ihr hin zum untenrum weg? Entschuldige, kann man das vielleicht selber machen? Was? Gehst du wohin und lässt dir das wegmachen? Wie dekadent ist das denn? Nein, ich gehe nicht wohin und lass es mir wegmachen. Aber du machst es selber? Nein. Wer macht's? Ja. Wer macht's? Ich will nur sagen, jede von uns hat sich doch schon mal diese Streifen gekauft, nein, um mal zu sagen, aber Iris und Bein ich schauen uns mal irgendwo an. Ich weiß nicht, was bei dir haarmäßig los ist. Ich habe gar keine Haare. Wir auch nicht. Ich du hast doch keine Haare. Ich habe keine Haare. Oh Gott, bist du weich. Ich bin sehr weich. Oh, ich bin der weicheste Ina. Mensch. Oh, Achtung, wir wollen aber auf die katholische Gymnasium. Und das Schöne ist, ich bin überall so weich wie ein Baby. Alle so sagen mal, du hast Kurs. So Babyhaut. Ah.
Okay, es ist so, ihr geht nicht öffentlich wachsen. Nein, halt mal der. Da muss man sich, so musst du dich da hinstellen, ja, und dann müssen auch so mithelfen. Und dann muss und dann, das geht ja, doch nicht. Und dann sagen die, Achtung, gleich tut's weh. Bam! Und dann hast du die beiden Lappen in Istanbul hängen. Ich meine, es kann doch nicht funktionieren. Ine. Habt ihr das mal gemacht, einmal im Barbara? Was stand noch in der, in habt der euch Barbara? Auch noch nie. Das macht man so selber, rasiert man so selber irgendwie weg. Was stand noch drin? Okay, wir ein anderes Thema. Barbara sagt, Seitensprünge, kein Scheidungsgrund. Nein. Hab ich gesagt? Wer sagt nein? Was war das für ein Ausstoß? Das war ein brüllender Ausstoß. Ich mache natürlich immer jeden Tag bei barbara.de eine Kolumne, wo ich sage, zu einem bestimmten Thema, was ich meine. Und dann wird mir immer sowas hingeworfen von der Redakteurin und dann antworte ich da drauf. Und da habe ich tatsächlich einmal zum Thema Seitensprünge gesagt, naja Gott, ich meine, wir leben ja alle in einer aufgeklärten Zeit und ich finde jetzt, das hat nicht mehr die Dimension, die man vielleicht so vor 20 Jahren daraus gemacht hätte. Ehrlich gesagt, kommt es drauf an, wohin springst du, wie lang springst du, wann springst du, wie oft springst du. Mit wem springst du? Mit wem vielleicht auch. Und warum? Aber, und warum, genau. Aber ich glaube, man kann auch springen, obwohl man total glücklich ist. Also ich glaube nicht, dass man immer aus Verzweiflung springt. Aber ich finde das ehrlich gesagt, ich glaube, das ist einfach so, ich meine, alle machen es ja eh und alle tun dann immer so komisch. Okay, ja? Aber du als Barbara hättest ja in dem Moment dann die Bildschlagzeile, ein verschwommenes Bild, dein Mann knutscht irgendwo am Hatte Bahnhof. Hatte ich auch. Eine nee, andere ja. Frau. Ach so. Und das ist doch eigentlich der Moment, wo man sagt, okay, das ist verraten. Nee, er nicht, natürlich. Nee, nee, er darf das oder, nicht. Also, verstehe. Ah. Das habe ich ihm aber auch gesagt. Entschuldigung, ich blöde Nein. Kuh. Nicht er. Ich Dummerchen. Ja. Natürlich du. Das gar nichts ich verstehe. Verstanden. Dir könnte es mal passieren und er soll es dann gefälligst nicht als Scheidungsgrund quasi. Ja, soll nicht so spießig sein. Sollte nicht so anstellen. Das macht Sinn, natürlich. Schluss, jetzt singen wir. Es ist gut. Ja, bitte. Aber du hast mich unrecht. Ich finde, wir machen jetzt Folgendes. Muss ich sitzen? Nee, du, sollst sitzen? Jetzt, okay. Du bist jetzt die Hauptperson. Wollen wir Iris uns hier oben nochmal ja, aufsetzen? Unbedingt. Weil wir ja gleich die Bierdeckelchen einsammeln. Können wir es jetzt über auch noch einmal weg? Ich leg deins auch noch mal kurz mehr erklären möchte, vielleicht in die andere Richtung machen? Nee, können wir nicht. Okay. Das ist ja gerade der Thrill. So, wir brauchen den Trommelwirbel. Und jetzt ganz kurz Chanties. Eins, zwei, das drei, oder? Das werdet ihr nie wieder erleben. Eins, zwei, drei. Fällt's dir nie schwer. Für jedes Abenteuer gebe ich mich gerne her. Ich erfülle dir deine Wünsche jede Nacht und jeden Tag. Und es macht mir auch nichts aus, wenn ich's mal nicht so mag. Nein, du konntest nie treu sein, doch für mich hast du's geschworen. Bei mir bist du gelandet, du fühlst dich wie neugeboren. Ich knie mich vor den Spiegel, tut mir auch der Rücken weh. Für ein Quickie auf dem Klo, Kopf nach hinten schon okay. Doch ich jag dich durch die Wälder, über Schluchten, durch das Tal. Ich bin der blonde Engel, doch wenn's drauf ankommt, knall ich dich ab. Mir egal, du wirst mir nicht entkommen, wenn du mit einer anderen gehst. Ich bin ein guter Schütze und tust du mir einmal weh, jag ich dich durch die Straßen, über Brücken, durch die Stadt. Ich hole meine Brüder und die machen dich dann platt. Ich sag es meiner Mutter und die sagt es dann deiner. Ich bin ein guter Schütze, ich treff dich da, wo's weh tut, mein Kleiner. Ich serviere dir einen Strapsen und ich koche, was dir schmeckt. Bin für dich die Krankenschwester, die dir deine Wunden leckt. Ich weich nicht von deiner Seite, wenn du magst, bin ich auch still. Und ich trink dein Badewasser, wenn es das ist, was du willst. Jedes Mal, wenn du dich ausziehst, applaudiere ich dir zu. Und ich würde für dich bellen, doch mit dem Schwanz wedeln musst du. Migräne bleibt für mich ein Fremdwort, wenn du magst, putz ich auch nackt. Machst du einen deiner Witze, bin es ich, die mit dir lacht. Doch ich jag dich durch die Wälder, über Schluchten, durch das Tal. Ich bin
mir egal, du wirst mir nicht entkommen, wenn du mit einer anderen gehst. Ich bin ein guter Schütze und tust du mir einmal weh. Jag ich dich durch die Straßen, über Brücken, durch die Stadt. Ich hole meine Brüder und sie machen dich dann platt. Ich sag es meiner Mutter und die sagt es dann deiner. Ich bin ein guter Schütze, ich treff dich da, wo's weh tut, mein Kleiner. Barbara Schöneberger! Ja, wir lieben sie! Warum? Weil sie einfach toll ist! Juhu! Alter Schwede! Mann! Schön! So, jetzt können wir über das Album sprechen. Ich möchte nach diesem Song, wo es Sätze gab wie hey und auf dem Klo, ich schmeiß meinen Kopf nach hinten, mach die Augen zu. Ich habe das Gefühl, darüber haben wir schon gesprochen. Du holst einen runter, all dieses Zeugs. Ich möchte nie wieder hören, dass dein Mann behauptet, ich wäre schuld an diesem, dass deine Kinder nicht auf die katholische Schule gehen. Also dieses Album hat wirklich einiges an Sachen. Eine Frau packt aus, wollte ich sagen. Eine Frau, wie heißt es? Gibt Auskunft. Gibt Auskunft. Aber es kommt dem anderen auch sehr gleich. Ich man muss auch manchmal auspacken. Ja, können wir die Bierdeckelchen haben? Ich bin auf dem Weg zu einem kleinen Schwips, falls du... Ich muss mal fragen, weiß dein Mann, dass du heute hier bist? Ja. Aber wie so häufig bei uns... Ich erzähle es ja öfter, aber es ist wirklich lustig, weil natürlich weiß ich, wie es bei euch zu Hause ist, aber... Dadurch, dass ich als Job diese Frau bin und im Fernsehen bin ständig und so, ist es für uns wirklich kein, es ist einfach kein Thema. Und es ist tatsächlich vorgekommen, dass mein Mann mich angerufen hat und hat gesagt, jetzt mal, das war irgendwie 7:50 oder so, du jetzt mal ganz kurz, ich erreiche da keinen bei dem Sushi-Laden, kannst du da mal anrufen? Du hast ja die Nummer irgendwie, ich wollte da kurz was ab, ich sag dir mal schnell, was ich gern bestellen würde, weil ich habe jetzt noch ein Meeting und so. Ich so, du, ich kann jetzt nicht, ich moderiere gleich den Bambi. Was? Du, heute Abend? Erzähl mal, es ist ja doll. Und sag mal, so, wo ist das denn? Ja, in Hamburg. Ach, da bist du gar nicht zu Hause. Nein, habe ich dir doch heute Morgen gesagt. Ja, ach so, ja klar. Du, aber jetzt sag noch mal ganz kurz, ist das die 5-1 oder die 5-6 hinten bei dem Sushi-Laden? Und dann habe ich echt kurz überlegt, soll ich jetzt da einmal kurz anrufen, weil ich habe ja noch 25 Minuten, bis ich on air bin. Oder soll ich mich scheiden lassen, hätte ich vielleicht gedacht. Weil ganz ehrlich... Ignoranz ist ja okay, aber so viel Ignoranz. Und dann, ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Ich glaube schon, dass ein Mann abends nach Hause kommt und sagt, ey, wo ich heute wieder war, Freunde. Ich habe hier gerade ein Interview gehabt mit der Ina Müller. Das lief sehr gut für mich und so. Also ich glaube, das ist schon, als Frau bist du einfach, ja klar, gerade haben noch 3000 Leute geklatscht. Ich habe noch die enge Klamotte an und schon stehe ich zu Hause irgendwie. Dann machst du Klingel sauber. Klingel ich, geht der Türöffner auf, denke ich, jetzt wird mein Mann ja wohl da oben stehen und dann werde ich mich so in die Tür stellen mit meinem Armkleid und sagen, So sehe ich aus, wenn ich gestylt bin. Da komme ich die Treppe hoch, die ist zugegebenermaßen sehr lang. Und dann gehe ich ins Haus rein und dann mache ich so... Und so, da liegt er schon wieder im Bett. Und ich stehe da unten mit meinem Armkleid. Und dann mehrere Minuten später finde ich mich dabei im Badezimmer, wie ich versuche, mir mit einer kleinen Schere die Stiche aus der Corsage rauszutrennen. Erniedrigend. Denkst du, was ist passiert? Gerade waren noch 3000 Leute haben geklatscht. Wird Sex überbewertet? Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also ich finde, also muss ich jetzt mal sagen, also ohne Sex ist schon, wäre jetzt alles total sinnlos. Ich glaube, das ist der größte Motor, den man hat. Man muss es nicht ständig machen, aber ich finde die pure, das Wissen darüber, dass es existiert, so hast du es allen nochmal gegeben. Hast du allen nochmal gesagt, ich fahre Porsche und Sex ist das Wichtigste in der Welt. So. Hat sie gut gemacht. Auch das kann sie besser als ich. Nee, es in unserem Alter... Da ist es frrr, 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 nimm das mit nach Hause, Barbara S. Wann gehst du dir selbst auf den Sack? Ich habe ein lustiges Lied auf meinem neuen Album geschrieben, das heißt Isabelle Huppert. Wie heißt denn das Album? Das Album heißt Eine Frau gibt aus. Ist das schön. Aber das Lied heißt Isabelle Huppert und da beschreibe ich, dass ich eigentlich... Immer, ich wollte eben auch mal wie Isabelle Huppert, schwarzer Rolli und geheimnisvoll Bordeaux trinken, in der Ecke stehen und einfach nichts sagen. Und nicht so wie ich, immer Federboa schwingend wie Dolly Parton. Die erste am Buffet, reden, 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 laut, 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 lachen, lachen, lachen. Und so eine schöne Zeile ist, Isabelle
spielt unnahbar und trinkt Bordeaux. Ich gebe Autogramme im Bordbistro. Also, und das ist tatsächlich der Moment, wo ich mir manchmal denke, ach, es wäre doch schön, wenn du irgendwie ein bisschen mehr Zurückhaltung auch üben könntest. Aber das, du hättest gerne diese Wirkung auch auf der Ebene. Du hättest gerne ich möchte so im Hintergrund stehen und so machen. Marie Bäumer-Ebene, ja, genau. Wie sie Romy Schneider spielt. Genau. Auf dieser Ebene hättest du gerne auch noch Erfolg. Aber das gibt's nicht. Man kann nicht alles haben. Nee. Man kann fast alles haben. Aber es ist natürlich haben, so, dass ich für ein Bild sozusagen wirklich meine Großmutter verkaufen würde. Und dann auch immer mir so denke, okay, wir waren schon, aber da gehe ich noch mal drunter. Ja? Und, ja. Und so. Und da wäre es eben auch schön, einfach mal so was zu sagen wie, ja, sagen, kann ich jetzt nichts dazu sagen oder so. Aber das kann ich irgendwie nicht. Wir hören jetzt Musik und ich freue mich so. Ich schon wieder? Nein, du jetzt gerade nicht. Du hast ja gerade schon gesungen. Sehr schönes Lied. Wie heißt das Album? Eine Frau gibt Auskunft. Genau, eine Frau packt aus, heißt das Album. Ich habe verstanden, gibt aus. Gibt aus. Gibt aus. Und ich freue mich, Sie sind heute da mit einem meiner Lieblingssongs, den ich seit vielen Jahren höre, weil er so wahr ist und weil Sie so toll sind. Begrüßt mit mir Lumpa! Ich wollte schon immer ein Popstar sein, habe alles versucht, doch Dieter gab mir ein Nein. Heute bin ich Sängerin einer Rock-Pop-Cover-Band. Wir haben eine Nebelmaschine und Lichter gekauft, wir haben einen Tourbus mit unserem Sticker drauf. Ich bin Sängerin einer Rock-Pop-Cover-Band. Ich sing Helene Fischer-Songs für warmes Essen und Getränke, Bons. Ich bin Sängerin einer Rock-Pop-Cover-Band. Ich dreh ganz frech mein Mikrofon spontan in Richtung Publikum. Ich bin Sängerin einer Rock-Pop-Cover-Band. Und an Tagen wie diesen fühle ich mich frei. Applaus ist Applaus, egal ob auf eins und auf drei. Und die Menge macht mit, stellen sich auf die Bänke. Ich kann euch nicht hören, wo sind die Hände? Meine Hände sind noch in den Taschen, bin zu nüchtern, um schon mit zu klatschen. Ich bin Publikum einer Rock-Pop-Cover-Band. Aber nach dem dritten Apfelkorn drängel ich mich ganz nach vorn. Ich bin Publikum einer Rock-Pop-Cover-Band. Hier bin ich, Mensch, hier darf ich sein. Auf dem Sommerfest von unserem Sportverein. Ich bin Publikum einer Rock-Pop-Cover-Band. Und an Tagen wie diesen fühle ich mich gut. Ich hüpfe im Takt, hab den Rhythmus im Blut. Die Heidi guckt so lieb, ich tanze Disco Fox mit ihr. Später hinter dem Klowag dankt sie es mir. Leute, ich bin so froh, ich bedanke mich bei der tollsten Frau Deutschlands, Iris Berg. Und bei der tollsten Frau Deutschlands, Barbara Schöneberg. Ich werd das Gefühl nicht los, dass ihr euch verdient habt. Und an all diesen Tagen schäme ich mich fremd. Doch ich brauche die Kohle, ich bin Gitarrist einer Rock.